Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danirol und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt sagen, wir machen den klassischen Modus, aber wo sieht man das nochmal? Hier Chronologie, wo finde ich das nochmal? Keine Ahnung. Da. Alle Routen im klassischen Modus gemeistert. Geil, was? Also. Ja, klassisch Modus haben wir jetzt ja zu Ende gebracht. Das heißt, wir werden uns jetzt mal hier anschauen, wo finde ich denn das überhaupt? Multi Smash, ne? Wir schauen uns mal, was es mit All-Star Smash, All-Star Smash, nicht Modus, auf sich hat. Alle Kämpfer treten an, gibt ein Bestes und fege sie von der Stage. Ja, das stelle ich mir ja überhaupt nicht schwierig vor, ne? So, wir spielen mit Mario als erstes, würde ich sagen. Wir können uns also Musik aussuchen. Nehmen wir das. Wir spielen als erstes Mario. Dann zeige ich einfach nur mal in diesem Part, wie er aussehen würde in diesem Modus, und dann war es das auch. Weil, ja, ich habe es mal einmal mit Link probiert. Ich noch nicht alle Charaktere hatte, und ja, 19 habe ich geschafft. Hier habe ich 19 geschafft, und da bin ich, glaube ich, auch rausgeflogen, volle Möhre. Also ja, da stelle ich mir überhaupt nicht nervig vor, ne? So, die Charaktere kommen dann wahrscheinlich wieder in, ja, oh Gott, Reihenfolge, wie sie erschienen sind, ne? Also es ist so wie Multi Smash, nehme ich an. Also man nimmt einmal hier ein Charakter und man muss gegen alle kämpfen, und man muss halt aufpassen, nicht rauszufliegen, ne? Es kommt immer so 4 Gegner auf einen los, und ja, toll, da muss ich mit jedem Charakter machen, also da wird ein Spaß. Da mache ich natürlich jetzt nicht alles on screen, auch wenn das nicht so lange dauert wie klassisch Modus, also ein Part klassisch Modus. Ich kann mir auch vorstellen, dass das je nach Charakter irgendwie ein bisschen einfacher oder schwieriger wird. Also Gendorf müsste die alle mit einem Schlag wegputzen, also das ist jetzt nicht das Problem. Aber trotzdem ist ein bisschen anders als All-Star Modus in den anderen Spielen, wo man, weiß ich nicht, auch gegen alle kämpfen musste, aber man konnte sich dazwischen heilen, weil man irgendwie in so eine separaten Ebene dann noch war. Ja, und ja, jetzt sieht man schon, was. Kann man nicht vorstellen, wie ich das mit jedem Charakter schaffen soll. Ja, was unmöglich. Ich habe jetzt 15 Gegner, ehrlich. Wie viel kommen noch? 50 irgendwie sowas? Wenn jetzt nicht irgendwie so Heil-Items oder so kommen zwischendurch, dann ich Probleme. Weil die Gegner werden sehr viel schneller, stärker als in Multi Smash, wo die Gegner einfach nur sich von der Stage schauen lassen, ohne irgendwie was zu machen. Und jetzt nur ein Charakter jetzt irgendwie kommt, der irgendwie einen Smash-Angriff macht, und ich bin weg. Dreck. Ich kann ein bisschen Heilung vertragen, ne? Wie viel ich schon hab. Dreck. Aber wir sind jetzt gute Musik im Hintergrund. Das Snake ist immer noch da, verpiss dich. Können wir eigentlich Geister einsetzen? Nee, ne? Irgendwie scheine ich aber auch nicht so schnell rauszufliegen. Doch, natürlich sofort, nachdem ich das sage, passiert das. Also ja. Hier gibt es natürlich so auch ein paar Meilensteine, die man holen kann. Und zwar soll ich mit einem Meteor Smash einige Charaktere raushauen. Ich glaube, es sind 3 Charaktere oder so.
schauen wir mal, damit wir halt auch hier alles erledigt haben. Weitere Modi: Tritt allein als Luigi im All-Star-Smash und verursache dreimal Schaden mit deinem Spot. Ja, das dürfte nicht so schwierig sein. Tritt allein All-Star-Smash und erziel ein KO mit deinem Meteor-Smash. Nur ein, okay. Also ja, ob ich das schaffe mit, also ob ich das jemals schaffe mit irgendeinem Charakter hier, das zu schaffen einmal, das weiß ich nicht. Aber wir versuchen es. In diesem Part jedenfalls. Wo ist hier? Kannst natürlich gute Musik aussuchen, ne? Und auch zu zweit spielen, alles klar. Wenn ich, ob das einen so sehr helfen würde. So, ich muss Luigi nehmen und ich muss dreimal meinen Spot hier Schaden machen. Also mit diesen einen Kick. So, ich muss nicht mal gewinnen, ich muss nur dreimal Schaden machen. Das ist gut. Wow. Ich habe jetzt Luigi genommen. Ich wollte Mega Man eigentlich nehmen. So, mit denen ja, ne? Eins. Ja, auf. Zwei. Nein. Komm her. Zwei. Da. Der hat mich doch sogar zu ihnen geschubst. Komm. 3, so, boom. Haben wir das erledigt. Ja, ich würde sagen, mal mit Luigi wäre dieser Modus ein bisschen einfacher, weil Charaktere, die so irgendwie Angriff haben, die einen schon weghauen ein bisschen, haben es in der Regel ein bisschen einfacher. Bei Mario ist das halt ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. Hier dieser Angriff zum Beispiel. Trotzdem, ich sehe irgendwie nicht, wie ich das mit irgendeinem Charakter schaffen werde. Also, das ist schon ein bisschen brutaler hier. Einfach so in den Hintern. Das geht noch bis zu 70 Charaktere, ey. Wie gesagt, so mit Bowser, so Ganondorf, Ike, die Charaktere, die eine Reichweite haben, würde ich mir jetzt nicht so hart vorstellen, aber trotzdem, das ist schon krass hier. Okay, man hätte diesen Moos auch schon machen können, als man irgendwie nur noch am Anfang nur 8 Charaktere hatte, aber dann hätte man halt geschafft, aber einfach den ja. Weil ist ja auch nicht Sinn der Sache, ne? Ja, toll. Ich habe halt geschafft, als ich nur 8 Charaktere hatte. Ich habe 8 Charaktere am Stück besiegt. Geil. Für mich so accomplished. So will ich ja auch nicht gewinnen, hallo. In die Fresse. In die Fresse. Also versuchen wir gleich mal mit Gendorf. Schaffe ich da bestimmt, ne? Oh Gott. Ja, jetzt komme ich wieder nicht voran. Ich werde am Stück getroffen, wie blöd. Da kommen noch 50 Charaktere. Wie soll man denn das schaffen? Ist irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit für mich, habe ich so ein Gefühl. Ja, Meilenstein, Mario, Bräutigam. Ja, Alter. King Karol. All-Star Special, ziel ein K.O. mit deinem Meteor Smash. Das müssen wir auch noch machen, ey. So, jetzt machen wir halt richtig. Richtiger Charakter und all sowas. Mega Mann. Okay.
ja, Meteor Smash, das bedeutet, ich muss die, wenn sie in der Luft sind, halt so runterhauen mit dem Angriff. So, ich muss sie ja nicht so an der Kante oder so erledigen, ne? Ich muss sie nur mit dem Meteor Smash besiegen, also kann auch so erledigen, ne? Wäre natürlich stylisch, wenn ich das anders machen würde. So. Nur ein Kill muss ich damit holen, komm. Wenn die genug Dings haben, dann liegen sie schon damit raus. Also ich muss das echt so an der Kante machen. Ich habe jetzt schon 63. Ist auch voll gestört, ey. So, ein Kill. Ich hoffe, er hat gezählt. Ja, manch muss die so. Der Donkey Kong fliegt schon so raus. Er hat keinen Bock auf sowas. So an der Kante hier außerhalb der Stage zu kippen, das ist für mich irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Ich weiß nicht, wie die ganzen Competitive-Leute das schaffen. Boah, Junge. So hat er jetzt gezählt. Das ist echt nervig. Ich habe keinen Bock darauf. Boom. Gezählt. Snack normal. Ja. So, dann ist noch das hier. Also All-Star Smash. Nee. Werden wir auf jeden Fall nicht machen on screen, also das werde ich nicht schaffen. So, tritt allein den Brutalo zum Beispiel und besiege 3 Gegner. So, das 100 Pferde unter Meilensteine freigespielt. Gut, versuchen wir mal Brutalo Smash. Also, boah, das wird wehtun. Ja, mein Rekord ist glaube ich ein Gegner. Geil, versuchen wir mal mit Ike. Weil sie es nicht wisst, Brutalo Smash bedeutet, man fliegt sehr viel schneller raus und die Gegner sind halt sehr, sehr heftig und sind resistenter rauszufliegen. Egal, bin schon draußen, egal. Da war ich nicht mal annähernd irgendwie hier angeschlagen. Ja, 2 Schläge und ich bin draußen. Was ist das für ein Scheiß? Okay. Das ist krass. So, ich möchte mal anders versuchen hier. So, wie ich hier 3 Gegner erledigen soll, das. Ach. Ja, wie soll der wird so erfolgreich? Wir können ja kennzeichnen. Ja, super. Was ist aber ein Scheiß, ey. Die machen wortwörtlich eine Kombo und ich bin weg. Oh Gott. Ich glaube, dafür muss ich echt einen Hammer benutzen, also. Nee. Ja, dann. Ja, wird gerne doch auch nichts bringen. Ja, das ist so was, was ich schon nicht wieder verstehe. Wie haben sie sich gedacht, dass man das schaffen soll? Muss man sich wieder hier erschummeln irgendwie? Ich überlege gerade, wie kann man das denn machen hier? Weil ja nicht wirklich irgendjemanden, der halt versucht mal mit Gendorf, aber wird auch nicht viel bringen. Voll gestört ist das. Ja gut, aber dann sehen wir halt hier, ne? Ja, bringt überhaupt nichts. Ja geil.
Einzige Möglichkeit, wie ich das sehen könnte, wie das funktionieren könnte, ist, indem ich außerhalb der Stage gehe und die versuche irgendwie von da aus so runterzuhauen. Siehst du, da eine ist schon runtergeflogen. Irgendwie zu blöd, hier wieder reinzukommen, obwohl sie mich hier einen Schlag oder so kaputt hauen. Geil. Ey. Keine Ahnung. Nein, boah, halt dich doch da fest, Mann. Oh Junge, warum kann ich denn nicht mein Dings machen? So, okay, das kann man vergessen. Nee, will ich nie im Leben schaffen. Ich habe 3 Gegner insgesamt erledigt, zählt dann auch. Müsste ich hier einen Hammer oder so einsetzen. Also werde es natürlich noch mal offscreen irgendwie so versuchen, aber nur im Moment ist das ein Ding der Möglichkeit. Also ja, machen wir mal hier. Wir werden es auch noch einbringen. Ein paar Legendäre. Wir müssen ja immer noch 10 Leute hier auf legendär erledigen. Komm schon. Muss mir ja schon auch einen geben. Oh Gott. Gegnerisch Ultra Smash ist plötzlich bereit. Das ist schön. Nimm mal hier ein bisschen Startschaden. Okay. Sonic. Super Sonic. Gold Sonic. Was? Willst du mich verarschen? Okay. Alter, ehrlich. So, ich benutze natürlich beide Sachen, obwohl ich hier nichts mehr habe. So, aber ist halt Ike, ne? Also der haut die halt schnell weg. Ja, habe ich jetzt meine 10 Dinger? Nö, immer noch nicht. Was ist das eigentlich? So, Akuma und Street Fighter. Gesenkte Sprungkraft für alle. Stärkere Spezialangriff für Gegner. Dreck. Habe ich nicht irgendwas Besseres Blaues? Bringt auch nichts so. Ich mache den hier mit Outweilung. Mache ich Startschaden und dann nehmen wir Folgendes hier. Wahrscheinlich gegen Rio kämpfen, ne? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, immer wenn ich gegen Superrüstung Leute kämpfe, habe ich hier diese Strategie. Nimm Fox und baller die einfach vom Weiten ab. Gesenkte Sprungkraft, habe ich gedacht. Alter, willst du mich verarschen? Willst du was? Okay, ich glaube, da liegt aber jetzt nicht nur wegen dem Geist, oder? Den ich als ausgerüstet hatte. Boah, was ist das denn wieder für ein Kack? So, langsame Superrüstung. Und ja, ich will irgendwas anderes. Rüstung, Spezialtechniken, ja. Verkürzt, ja. Okay, so funktioniert das schon mal nicht, weil er zerstört uns. Aber mit Ike. Wenn ich als eins aus meinem letzten Part mit Rio hier gelernt habe, dann das mehr Reichweite, also so Leute wie Krom
mit Schwertern halt ein bisschen besser sind. Ja, Alter. Nein, das hat mich sogar. Oh, wehe. Was ist das? Nein, auf. Nein. Nein, was mache ich hier? Tschüss. Gut. Hab schon. Schildbremser. Also mal langsam. Oh Gott, aber knapp fand ich. Akuma. Da haben wir jetzt mal langsam hier 10. Ich habe immer noch nicht 10. Was ist, ich verarschen? Ach nein, ja, ist eigentlich egal, ob wir jetzt das oder das machen. Komm schon, ich brauche noch Legende. Nein, dich nicht. Dich haben wir schon. Na komm. So, Ness, Papa. Dann brauche ich den wesentlich kaufen. Okay, der Gegner ist unsichtbar. What? Komm. Komm schon, wenn er jetzt nicht der letzte ist, ne? Kann ich sagen, dass ich noch nicht 10 Gegner irgendwie so erledigt habe. So, ich muss nur Snake erledigen, ne? Das Snake soll irgendwie Nests Papa sein. Müssen der unsichtbar. Was ist das für eine Familie? Ist ja noch schräger als meine. Na komm her. Ich heim mich immer wieder hoch. Ne, was macht ihr? Tschüss. Komm. Ach, da hinten war er. Wo ist er? Da. Na, wie lange hält deine Blume eigentlich noch an, ne? Okay, das ist jetzt nicht so schwer bisher. Er hat immer noch seine Blume. Willst du mich verarschen? Aber geh weg mit dem Teil. Da bist du. Warum schießt du immer da unten hin? Ne? Ich bin da nicht. Ich bin nicht unsichtbar. Du bist unsichtbar. I'm not crazy. You're crazy. Aua. War das ein Auto? Boah, ey, warum macht mir jetzt hier schon wieder so schwierig? Bist euch. Boah, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Die haben mich ja noch weg, pass auf. So, wo bist du? Komm her. Sehen. Was? Was ist das? So. Das war jetzt eigentlich auch nicht so schwer. Alter. Nein. 4000, ne, wird zu teuer. Hallo, mein Gott, könnte mir nicht einfach den geben. Boah, da fehlt immer noch was. So, ist ja egal, was ich hier besiege, ne? Also zieht er immer noch unter 10, ne? Also ich will diesen einen letzten Meilenstein noch haben. Gibt's da jetzt nicht. Will er hier verarschen? So, die haben halt 25 nur, stimmt. Was ist das? Hey, ich sehe dich. Ich sehe dich. Das Borderlands. Ich glaube, wir haben es hier heil hineingeschafft. Ich sehe dich. Aber so ein Typ von, was weiß ich wo. Von aus der Ferne irgendwie. Boom.
Boom. Boah, einer von euch müsste ja natürlich dieses Blöding einsammeln, ne? Was? Oh, ehrlich. So, ich will das haben, dann brauche ich das nicht mehr in diesem blöden Shop hier kaufen. Ah, mit dir wieder. Ah. So, ich bleib, glaube ich, in der Mitte. Der habe ich nur rausgekommen, weil ich jetzt da rechts war, ne? Boah. Bist dich. Sehe dich. Sehe ich immer noch. Ich sehe dich immer noch. Oh, diese blöde Blume. Oh, ich will das Ding nicht einsammeln. Geh weg damit. War das Schwert her damit. Oh, bleibt mal stehen, ey. Oh, warum habe ich ihn nicht wieder getroffen? Der war doch. Ah, oh, dieses Schild ist runtergefallen. Was? Wollte ich nicht. Ist der? Da ist er. Durch hat er perfekt abgewehrt. Ist auch so einfach, das zu machen in diesem Spiel, ne? Vor allem, ich muss nur Snake eigentlich erledigen, ne? Nein, das gibt's halt einfach nicht. Oh, verarsch mich doch jetzt hier nicht so. Weil ich dieses eine Ding getroffen, ne? Dann hätte ich das jetzt schon hinter mir. Nein, nicht du. Oh, leck mich am. Oh, ey, hätte ich den einen getroffen, ja, diesen einen Dingen, ne, dann wären jetzt alle schon hinter mich, ey. Boah, Alter, hör auf damit. Dieser Pizza, ey. Na, ich hab nicht vergessen, dass da ein Ding liegt. Nein. Das fliegt doch mal raus, bitte. Der sammelt hat sofort eine. Ich wollte das eigentlich einsammeln. Boah. Ja, lass ich von dem Ding treffen. Nein. Nein, da wollte ich nicht einsammeln. Niemand ist in meine Mine getreten die ganze Zeit. Nein. Junge. Ey, das ist für die Verarschung. Lass mich das doch jetzt hier mal gewinnen. Ja, blöde Scheiß, ey. Ich will diese 10 legendären Dinger jetzt hier mal schaffen. Oh, Volltreffer. Vielleicht sollte ich mich nur auf einen konzentrieren erstmal. Oh. Komm her. So, du flieg raus. Flieg raus. Alter. Ja, okay, ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut, Mann. Oh. So, bist dich. Ist der andere. Ja, war gut, nur noch einer ist hier. So, du gehst jetzt auch weg. Aha, da liegt eine Granate. So ärgerlich, ich habe den Kampf doch schon gewonnen, ey. Geh weg. So viel einfacher, wenn nur einer hier ist. Finger weg. Boah, das wäre es gewesen, wenn die Bazooka mich hier rausgehauen hätte.
Boah. Das habe ich nichts mehr. Jetzt muss ich nur das Ding nicht treffen. Komm. Boom. So. Muss ich ja nicht mehr in den Shop kaufen, ja. Na, bitte sag mir, war jetzt der 10. Gegner. Alter, wie viel habe ich denn erst? Habe ich hier was falsch verstanden oder was? Oder habe ich das schon? Habe ich schon, ne? Boah. Ne, boah. Habe ich das denn hier mal gemacht? Boah, ich mache das hier schon die ganze Zeit. Denk mir, hier fehlen noch welche. Ich könnte einen Hammer hier benutzen. Ne? Mir fehlen nur noch alle Online-Dinger. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13 und die sind nicht so schwer. Ich habe die mir mal alle angeguckt. Also ja, so schwer sind die nicht. So, Abenteuer, das wird sich auch alles irgendwann noch füllen. Wir werden irgendwann alle Kämpfe haben und so. Abenteuermodus abschließen. Also das wird, kommt so alles mit der Zeit. Bis dahin nur noch das hier müssen wir irgendwo aufhauen wahrscheinlich. Weil ich sehe, das ist mir irgendwie zu unmöglich. Ich habe bisher nur einen, also 10 100 KOs, tritt in 30 verschiedenen Kämpfen im schnellen Spiel an. Also ja, das ist jetzt nicht so. Das sind ein paar davon sind hart, aber nicht unmöglich. Also das ist kein Problem. Welche ich wahrscheinlich übrigens aufs Spiel mache. So, übrigens, wir haben ja wer haben wir denn hier noch alles? Ich habe übrigens voll viel Geld bekommen, weil ich mal irgendwie, dann habe ich gar nicht gezeigt, ne? Ich habe irgendwie alle Smash-Dinger hier geholt. Hier, Smash. Also all die Sachen, die habe ich mal irgendwann offscreen geholt. Also, was euch da interessiert. Na, guck mal. Final Fantasy 7. Also ja, ja, all diese Sachen, die erziele irgendwie einen Kill. Masochisten-Pichu. Ja, muss man sich alles halt die Matches hier irgendwie so zurechtlegen, damit das funktioniert. Und ja, hier sind die ganzen Bilder. Ich zeig die mal einmal, weil ist irgendwie die schlechteste Brofist aller Zeiten. Und ja, weil ich könnte im Internet nachgucken, wenn ihr sehen wollt, wie man die am besten macht. Einige davon waren einfach, einige von denen waren relativ schwer, aber ging. So, haben wir die 24 fehlen noch. Die meisten davon werde ich natürlich online holen. Und ja, wir sind ja jetzt mit klassisch Modus fertig. Wir haben Abenteuer All-Star Modus gesehen. Das wird nicht klappen. Und Brutalo Smash werde ich mir auch nicht antun. Also ab jetzt an Part, wie viel der Part ist das, weiß ich nicht. Ich nummeriere die nicht auf meinem PC. Ich sehe die immer nur erst, wenn ich die hochlade. Also ich glaube, das ist Part 80, irgendwie sowas kommt so hin, ne? 90 sogar schon. Und ja, ab jetzt gibt es nur noch Abenteuermodus, weil das ist das einzige, was hier noch fehlt, ne? Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder also was hinterlässt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.